Die Online-Plattform Timocom ist der Marktplatz, wo sich Verlader, Spediteure und Frachtführer digital die Klinke in die Hand geben. Sie, lieber Herr Geborik, sind seit vielen Jahren Sprecher der Timocom und Ihre Frachtenbörse ist seit jeher prominenter Partner der DVZ. Herr Geborik, welche Themen wollen Sie auf der diesjährigen IAA Transportation in Hannover dem Messepublikum näher bringen? Ja, nun stellen wir natürlich unseren gesamten Marktplatz hier vor, alle Möglichkeiten, die wir haben, also Live-Sendungsverfolgung, geschlossene Frachtenbörsen. Aber ich glaube, aufgrund der Diskussion der vergangenen Wochen und Monate ist das Thema Sicherheit ganz besonders im Vordergrund gekommen. Es gibt ja viel Berichte über Ladungsdiebstähle und da sind ja Plattformen, Marktplätze wie wir auch immer mal wieder ein Thema. Und da werden wir natürlich auch nach wie vor und immer weiter alles dafür tun, dass auf unserer Plattform eben nur sichere und geprüfte Unternehmen sind. Und wir fordern halt alle unsere Kunden auf und versuchen sie auch zu überzeugen, die Plattform eben nicht zu verlassen, wenn sie den entsprechenden Partner gefunden haben, sondern auf der Plattform weiterzumachen, weil dann ist zum Beispiel gesichert, dass eben mit falschen E-Mail-Adressen oder sich Leute irgendwie von der Seite in das System reinschmuggeln und vielleicht Ladungsdiebstahl bestehen. Das heißt also, Aufklärungsarbeit ist ein ganz wichtiger Part hier auf der Messe. Das Thema künstliche Intelligenz ist ja in aller Munde, ne? Und im Vorabgespräch haben Sie mir gesagt, auch Sie arbeiten mit künstlicher Intelligenz. Ja, wobei künstliche Intelligenz, das klingt immer so wahnsinnig abgehoben. Ich glaube, das wollen wir auch gar nicht unbedingt machen. Wir sind eine bodenständige Branche und unserem Mitglieds- oder Kundenunternehmen wollen jetzt keine abgehobenen Dinge. Aber sie wollen natürlich Hilfe, Unterstützung. Und KI oder besser gesagt gewisse Algorithmen nutzen wir zum Beispiel, um Zertifikate zu prüfen. Also der Disponent muss ja überprüfen, ob der potenzielle Partner eine EU-Lizenz hat, eine Versicherung hat, entsprechend vorhanden ist. Und da unterstützen wir ihn mit Hilfe von künstlicher Intelligenz und geben ihm Hinweis, sagen, dieses Unternehmen, was du gerne jetzt beauftragen möchtest, hat die entsprechenden Zertifikate, hat die entsprechenden Dinge. Das haben wir überprüft und wenn er sie nicht mehr hat, dann wird das ausgegraut und dann kriegt er den grünen Haken, zertifiziertes Unternehmen, den verliert er dann. Und dann hat der Disponent viel Zeit gespart, indem er halt darauf achtet und sagt, okay, Timocom hat das geprüft, dann kann ich das als gegeben annehmen. Und bei Ihrer Arbeit und der Arbeit der Disponenten und insgesamt Timocom gibt es ein großes Ziel, den Perfect Match zu erreichen. Ja, genau, das ist unser Ziel, dafür zu sorgen, dass der Disponent möglichst schnell den Frachtführer findet, der am besten für ihn geeignet ist, oder auf der anderen Seite, dass der Frachtführer den Auftraggeber findet, der für ihn am besten geeignet ist. Das ist unsere Vision, das in mehreren Jahren mit verschiedenen Aspekten so hinzubekommen, dass eben die Unternehmen und die Mitarbeiter sich auf das konzentrieren können, was eben nicht gut funktioniert. Und das, was gut funktioniert, dass das über das System geht. Da wird sicherlich die künstliche Intelligenz eine Rolle spielen. Aber wir wollen da auch noch nicht zu viel verraten. Wir haben ein paar Ideen. Wird sich in der Zukunft auf jeden Fall zeigen. Zielsetzung, der perfekte Match. Ja. Ich habe noch zum Schluss zwei Stichwörter für Sie. Einmal CO2-Messung und Auslastung der Kapazitäten. Ja, Auslastung der Kapazitäten ist natürlich das Thema der Zukunft oder auch der Gegenwart. Wir haben Fahrermangel, wir haben Kapazitätsmangel. Wir können es uns auch als Gesellschaft nicht erlauben, halbleere Fahrzeuge durch die Gegend zu schicken. Insofern, jetzt sind wir wieder so ein bisschen beim perfekten Match. Ja, wenn ich noch Platz auf dem LKW habe, dann wollen wir dafür sorgen, dass der dann auch gefüllt wird, intelligent gefüllt wird. Und das ist eben jetzt wieder der Sprung zum CO2. Weil natürlich ist ein LKW-Verbrauch CO2, wenn er nicht elektrisch fährt oder ähnliches. Da sind wir aber ja noch leider nicht. In aller Hinsicht. Das heißt also, wenn er schon fährt, dann soll er gefälligst auch voll fahren. Und das ist die Zielsetzung, die Idee von Timocom, der Gesellschaft diesen CO2-Ausstoß, der nun leider passiert, aber wenigstens so gering wie möglich zu halten. Lieber Herr Geborik, allerbesten Dank für den Quick Talk auf der IAA Transportation und gutes Gelingen. Dankeschön, Ihnen auch. Viel Spaß und viel Erfolg weiterhin. Danke.